Mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge konnte in Fischament das heurige Erntedankfest begangen werden. So bedankte man sich nicht nur für die Früchte und Gaben der Erde, sondern musste auch den allseits beliebten Pfarrer Ivica Stankovic verabschieden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir segnen euch alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleibt mir in Frieden. Dank sei Gott. Wurde Erntedank gefeiert, aber auch Abschied genommen vom Pfarrer Ivica Stankovic. Es war also seine letzte Predigt im Fischament und das wurde im Rahmen des Festes gebührend gefeiert. Naja, wir freuen uns natürlich, dass unser Erntedankfest wieder stattfinden kann, nach Jahren, wo das nicht so einfach war. Und traurig sind wir ein bisschen, weil unser lieber Herr Pfarrer nach 6 Jahren uns leider verlassen muss. Er hat eine neue Aufgabe und er hat in den letzten 6 Jahren die Herzen der Menschen im Fischament gewonnen und auch die Kirche entsprechend geöffnet. Und darum tut es mir natürlich sehr leid, aber wir wünschen ihm natürlich alles Gute für seinen weiteren Lebensweg und werden den Kontakt auch halten. Wir haben eine Blasmusik da, es gibt ein Schnitzelessen. Ja, gleichzeitig ist heute auch die Verabschiedung von unserem Herrn Pfarrer Ivica. Deswegen haben wir heute besonders viele Leute hier erwartet. Das Wetter hält zum Glück, sind wir froh, wetterfest, wärmer. Meine tröstenden Worte waren, das S7 fährt genau nach Floridsdorf. In einer halben Stunde ist man entspannt und kann in einer Kirche, in der er die Messe feiert, gerne dabei sein. Und das verspreche ich, das mache ich sicher einmal im Monat. Erntegaben haben wir jedes Jahr. Wird geerntet in der ganzen Welt. Aber leider, das Essen ist nicht gut aufgeteilt. Viele hungern. Wir beten heute hier für alle, die zu wenig haben, dass die Mächtigen, dass die, die viel haben, in einem Überfluss leben, teilen können, dass ihr Herz auch für die Armen da ist. Wir bitten Gott, dass die Ernte heuer so groß wird, dass alle genug zum Essen haben. Gepriesen bist du, Herr unser Gott. Du hast das Land gesegnet und es reich gemacht. Wir loben dich, wir preisen dich. Man sagte Danke für Ernte, Glück und Gesundheit. Naja, das ist einerseits ein Dank für das gute Gedeihen der Früchte und der Ernte und andererseits aber auch ein Brauchtumsfest. Das ist schon lange verankert in der Gemeinde und in der Pfarrgemeinde. Und es ist aber nicht nur der Dank für die Früchte und die Ernte und dass kein Unwetter war und dass die halt alles gut wachsen konnte, sondern auch eigentlich für alle, die hier in der Gemeinde arbeiten. VWK Ivica erfreut sich in Fischament enormer Beliebtheit. Woran denken Sie, liegt das? Naja, der Ivica hat sich immer bemüht, die Kirche zu öffnen und das Gemeinsame zu suchen. Wir haben gemeinsam die Tafel in Fischament ins Leben gerufen. Wir haben für die Erdbebenopfer in Kroatien gesammelt und auch eine Ukraine-Hilfe erfolgreich ins Leben gerufen. Naja, er hat erstens einmal eine sehr offene Art, auf Leute zuzugehen. Und wir haben halt versucht, immer gemeinsam zu arbeiten und nicht gegeneinander. Und natürlich ist es ein bisschen ein wehmütiges Auge heute dabei, obwohl es ein Fest zum Feiern ist. Aber dadurch, dass sein Bruder, der ebenfalls Priester ist, jetzt bei uns ist und wir ihn eigentlich seit Anfang des Jahres schon kennen, weil er hier beim Ivica gewohnt hat, und um Deutsch zu lernen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es ein mehr oder weniger problemloser Übergang sein wird. Wie kommt es zu diesem Abschied? Ja, wir gehören zu einer Kirche und immer wieder unser Bischof Kardinal von Wien sagt einem Priester, wie jetzt im Juni auch mir, wir brauchen dich woanders. Und dass wir mit dem Kardinal gemeinsam arbeiten,
Ja, das sagen wir ja und habe auch ja gesagt. Wie heute werden wir weiterhin einander sehen, gemeinsam feine Zukunft, aber ab jetzt bin ich nicht mehr in Fischament, sondern in Wien. Was wünschen Sie ihm für die künftigen Aufgaben? Dass er genauso authentisch ist und bleibt, wie er ist. Und ja, und wie gesagt, ich werde sicher öfter dabei sein bei irgendeiner Messe und fahre nach Floridsdorf. Na, ich nehme an, nachdem das ja eine viel größere Pfarre ist, beziehungsweise ja nicht nur eine, sondern fünf Pfarren sind, die er da übernimmt, da wird er viel Kraft brauchen und ich wünsche ihm wirklich Mitarbeiter, die mit ihm an einem Strang ziehen.